Siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich. Ich laufe dir einfach hinterher. Du wirst gerade von einem Bären verfolgt. Ja, ich jetzt auch den Bären. Der ist mittlerweile. Das ist herrlich. Es laggt auch nur ein bisschen. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich Bombi nicht verliere. Da war ein Sandsteinfundament, sah lustig aus. Das ist toll. Mhm. Bist du immer noch hinter mir? Ja, ich bin gerade ins Wasser gegangen. Ich bin gerade ins Wasser gegangen, sorry. Ja, auch. Ich sehe dich immer noch nicht, aber ist egal. Nee, weißt du, was der Fall ist? Ich bin einfach so hoch im Level, dass du mich gar nicht mehr sehen kannst. Weil deshalb sehe ich dich auch, ja. Werde ich gerade von irgendwas verfolgt oder so? Du stehst bei mir gerade einfach nur. Jetzt hörst du wieder. Ich habe gerade repariert. Jetzt hat dich ein Elchkönig. Nee. Ah, jetzt doch. Oder mich. Einer von uns beiden. Ah, jetzt. Ich sehe dich wieder. Yay! Hau ihn! Er sieht mich jetzt wieder. Ja, ich hatte auch den Elchkönig gerade überhaupt nicht auf dem Schirm, also. Ja, alles klar. Also heute ist der Wurm drin irgendwie. Ja, die Reaktionszeit des Servers ist irgendwie ein bisschen arg verzögert. Conan verzögert, ne? Genau. Kann das sein, dass ich gerade so eine Art Jumanji-Erfahrung habe, weil hinter mir 1000 Tiere herlaufen? Kann sein, ja. Jumanji! Oder sind die Untoten wieder? Ach, keine Ausdauer mehr in der Klasse. Au! Ich sehe was du nicht siehst, und es ist tot und leuchtet. Ja, das sehe ich auch. Stell dir vor, wir laufen da jetzt durch. Alles klar. Run, Forest, run! Nein, lass mich. Oh Mann. Gut, dann laufen wir mal wieder den Eingang hoch. Moment, ich muss noch kurz Ausdauer regenerieren. Und mal schauen, dass ich Full HP bin. Bist du ready? Allzeit bereit. Okay, let's run! Ja, run, Forest, run! Oder so. Oder so. Vor allem oder so. Oder so ist immer gut, ja. Lauf und schau nicht zurück. Ja. Ich hoffe, wir hängen die ab bis da oben. Sonst müssen wir kämpfen. Sonst müssen wir uns denen mutig stellen. Sie kommen. Ich hab's aufgemacht. Und es ist ganz schön dunkel.
Warte mal kurz. Vielleicht brauchen wir eine Fackel. Was aber kein Problem ist, ich habe leuchtenden Schlag. Ich muss geht das Ding wieder zu, ich glaube es hat. Frechheit ist das. Ja. Aber man muss das Dämonenblut nur im Inventar haben. Es nimmt es quasi nicht. Du nutzt es nicht, ach um so, es aufzumachen, sondern... Okay. Ja. Ich drop dir mal eben eine Fackel, Moment. Vorsicht! So. Hast du die Fackel? Ich hab die Fackel. Wunderbar, dann mach nochmal bitte kurz auf. Und dann schauen wir mal rein. Hier kommt ihr nicht rein. Pharaoh King. Da steht er. Warte, ich reg mich noch mal kurz hoch. Du hast ein Bein oder so, oder was ist denn das für ein Knochen? Ist das ein Beinknochen? Das ist ein Oberschenkelknochen. Oberschenkel, schön, ne? Mhm. Er kommt. Schön. Okay. Mach kaum Schaden. Ja, alles klar. Aber der ist auch ohne Ding ein Witz. Habe ich gelesen zumindest. So. Er ist tot! Wow. Der Barrow King ist tot. Wow! Und er droppt Dämonenblut. Und zwar sehr viel Dämonenblut. Alles klar, dann knüppel den mal leer. Ich guck mich hier mal um. Er droppt haufenweise Dämonenblut. Ich habe 250 Dämonenblut. Halleluja! So, und hier müsste irgendwo auch ein Rezept sein oder so zum Lernen. Ich weiß nur nicht wo. Ich auch nicht. Ah, da. Ah. Yay, wir haben neue Rezepte gelernt. Ja, das ist die Kingslayer Polearm, glaube ich, heißt die. Oh, okay. Genau. Das ist so eine Endgame-Waffe. Mm. Das sieht ja schon cool aus, ne? Ja. Und wir bekommen einen Haufen Dämonenblut von dem Typen. Mach das mal für Leuchtschleim. Leuchtschleim ist cool. Leuchtschleim's Love, Leuchtschleim's Life oder so. Genau. Oh nu? Wow. Ja, so einfach geht das. Ich würde sagen, wir reisen nach Hause. Okay. Wir reisen nach Hause und ja, je nachdem, worauf du Lust hast, könnten wir dann noch mal vielleicht kurz zu den drei Türmen zurückschauen. Mhm. Oder alternativ, also nicht alternativ, entweder wir laufen jetzt straight nach Hause oder wir schauen noch mal zu den drei Türmen. Und danach hast du die Wahl, entweder du willst ein bisschen bauen, dann können wir bauen. Oder ich baue. Ich hab nichts zu bauen. Oder aber, wir gehen nochmal zur Stadt der, Reliquienjäger. Reliquienjäger, genau. Ja, warum nicht? Und schauen auf dem Weg mal bei den Quellen nochmal vorbei und schauen, ob die Rhinos jetzt immer noch so aggro sind. Oh ja, das ist eine gute Idee, das könnte man in Erfahrung bringen. Dann laufen wir jetzt einmal nach Hause, oder? Mhm.
Oder willst du noch mal zu den Türmen? Naja, könnte man die Leute noch mal killen, aber ansonsten... Hätten wir jetzt normale Rüstung dabei, könnten wir rein theoretisch gleich zur Stadt laufen können. Die Sternenmetall ist dann doch etwas. Aber weißt du, was wir machen könnten? Was denn? Wir könnten doch die Türme auslassen und wir könnten mal den Norden der Wüste erkunden, und zwar nackig. Naja. Ich meine, im schlimmsten Fall laufen wir einfach durch, weil hier ist nämlich so eine Passage. Mhm. Na dann, lass uns das machen. Mhm. Mhm. Dann haben wir ein bisschen, dann sehen wir mal ein bisschen was anderes noch, ne? Ja. Ein bisschen erkunden schadet doch nie. Ja, ist doch auch schön. Ja. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen, aber ich glaube, wir müssen hier lang. Das sieht mir sehr nach Wüste aus, was da kommt. Ich zieh mich schon mal nackig aus, weil man weiß ja nie, ne? Und ich meine, im schlimmsten Fall kommen ein paar Rhinos, aber was soll's, ne? Wir kommen durch. Da vorne bist du, alles klar. Ich bin schon ein bisschen vorgelaufen, ja. Ich seh's. Und ich meine, wir müssen ja nicht, aber wir können ja trotzdem bei den zerschmetterten Quellen mal vorbeilaufen. Das können wir durchaus tun. Aber wir können vorbeilaufen. Und einfach mal gucken, wie die Rhinos so drauf sind. Schön ist hier eigentlich, ne? Eigentlich ja. Ja, hat was. Bisschen leer. Hiermit wird der Stream ab 18. Nee, die tragen ja noch Sachen. Ein kleines bisschen leer, aber sonst. Ach, was ist doch überall Grünzeug? Ja, aber keine Tierchen. Das stimmt, ist bei uns mehr los. Da vorne ist eine Antilope, Gazelle, keine Ahnung. Antilope. Da ist ein Rhino. Da ist ein Rhinöchen. Da ist ein Strauß. Der Kronenhain, hast du den auch bekommen? Ja, jetzt habe ich ihn auch bekommen. Mhm. Und ich bin eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön, die Pet. Hast du noch genügend Wasser? Ja, ich habe eine komplett volle Trinkflasche. Okay. Gut. Also es sieht hier schon ganz gechillt aus. Mhm. Schick ist es hier. Man schon sagen. Dann laufen wir gegen Quellen. Mhm. Und von da aus dann wieder nach Hause. Oh, da sind wieder diese lustigen Dingsbums. Genau die. Ja, genau die. Genau die sind da. Richtig, du sagst es. Ja, jetzt reicht's wieder. Jetzt ist wieder gut. Da ist zu. Ja, dann klettern wir drüber. Geht doch. Es klappt. Das klappt wunderbar.
Tu dir nicht weh auf dem Weg nach unten. Ich doch nicht. Was ist das hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht interessant aus. Ich will es anschauen. Alles klar. Wie ein alter Mann. Ja. Wir sind auf jeden Fall Knochen. Oh, hier ist ein Hauch von nichts, glaube ich. Ein großer Hauch von... Was ist hier? Eisen. Eisen. Chips Cola. Ach, das ist ein anderer Weg in den Norden. Da kann man auch in den Norden laufen. Da sind die Quellen. Sagen wir den Rhinos mal guten Tag. Ja, wenn sie denn überhaupt da sind. Ja, ja, da ist schon eins. Ich ziehe jetzt dafür extra meine Rüstung an, meine Sternmetallrüstung. Jetzt werde ich gleich völlig overheaten. Aber ich versuche es einfach mal. Warte, ich helfe dir. Ich muss noch ganz kurz da. Ah, warte kurz. Ich muss erst noch Wasser sammeln. Sonst bin ich hier dauerhaft in Hitzschlag City. Okay, bist du da? Ja, ich bin hier. Sehr gut. Ich ziehe noch ganz kurz meine Handschuhe an. Moment. Sollen wir es direkt angreifen, das Vieh? Ja. Okay. Let's do this. Aber es greift. Es hat nicht sofort angegriffen. Lauf! Es lässt mich nicht laufen. Lauf. Okay, wir wissen, die sind noch zu stark. Ja. Viel zu stark. Weil ein normales Rhino wäre jetzt schon lange gestorben. Ich habe nämlich vorher eins mit zwei oder drei Hits getötet. Okay, lauf weiter. Es liebt mich, es mag mich. Das ist echte Liebe. Wer? Was ist denn das hier? Es ist tot. Er mag mich noch immer. Lauf! Ja! Tu ich! Ich überhitze! Ich hol mir die Agro. Moment. Oh, es ist tot. Meine Güte. Also immer noch viel zu stark. Quellen kannst du echt knackeln. Die sind vom Arsch, die Quellen. Alles okay? Brauchst du Bandagen? Ja, nee, ich hab. Passt. Aber der hat mich eins weiter nach hinten geschubst und ich konnte nicht fliehen. Das ging nicht. Es ging einfach nicht. Also die bei den Quellen, die sind echt... Ich weiß nicht, warum die so stark sind hier. Aber die sind richtig übel. Ja. Das heißt, wir müssen bei unseren alten Farmspots bleiben. Ja. So, dann wandern wir mal nackig durch die Wüste, oder? Mhm. Haben wir sonst nichts zu tun. Ja. Ich meine, es ist jetzt egal, ob wir einmal quer durch den Norden laufen. Ja. Oder ob wir jetzt einfach durch die Wüste zurücklaufen. Ja. Im Endeffekt. Und deswegen sage ich, ich will eine schöne Burg bauen und zwar irgendwo in der Mitte. Das ist eine gute Idee. So ein bisschen in der Nähe von Azaghat vielleicht. So ein bisschen ungefähr da, wo wir eh schon mal waren. Ja. Ganz am Anfang, ja, falls du dich noch erinnern kannst. Ja. Genau.
Die arme Steinnase. Eigentlich sollten wir die Spuren looten, ne? Boah. Kann man. Die können Schwefel droppen. Dann loote die mal. Siehst du, 13 Schwefel mehr. Ist doch auch was. Ja. Oder nicht? Ein bisschen, ja. Wer den Schwefel nicht ehrt, ist des Sternmetalls nicht wert. Okay. Ey, guck mal, da hätten sie die Füße. Nein, du willst da nicht hin. Mit meiner jetzigen Ausdauer würde ich da sogar wieder rauskommen, und zwar mit Leichtigkeiten. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Hier sind auch die Werwölfe auch, ne? Mhm. Nein, da wollen wir jetzt auch nicht hin. Nein, da will ich auch nicht hin. Skorpione sind auch hier, irgendwo ist auch ein Drache. Hier ist alles versammelt. Ja, stimmt, der Drache. Was du dir so wünschst. Weil ich glaube, das war sogar ein kleiner Drache, oder? Ja, so ein mittelgroßer, glaube ich. Gibt's Drachenköpfe gibt's doch gar nicht, oder? Doch. Von den speziellen. Es gibt einen roten Drachenkopf, es gibt einen grünen Drachenkopf. Oh. Dann müssen wir das echt noch mal irgendwann versuchen. Irgendwann, ja. Irgendwann mal, wenn du auch Level 150 bist oder so. Der Vogel hat mich nicht getroffen, aber du hast mich getroffen. Entschuldigung. Was für ein Level bist du jetzt? Knapp unter 100. Hallo? Ich glaube, sagt. Verdient. Ich glaube, sagt. Ich sagte, verdient. Ich glaube, sagt. Ich gebe dir verdient morgen. Verdient. Irgendwann will ich da mal hochkraxeln. Oh ja. Oder mach ich das nicht? Angeblich ist da, irgendwer hat mal gesagt, da oben ist ein Schatz. Oder eine Truhe. Hey, ich bin Level 100. GZ? Yay, jetzt bin ich auch alt. Genau wie du. Du alte Schabracke, du. Ich kraxel da jetzt hoch. Ich auch so ein bisschen. Das ist jetzt mein Beitrag zum Frieden auf der Welt. Ich nenne dieses Vorhaben Kraxeln für den Frieden. Ah, okay. Dann kraxeln wir mal ein bisschen für den Frieden. Und verderben dabei. Ja, Problem ist, er hüpft da nicht hoch. Ich komme über keine Kanten mehr. Und ich weiß einfach nicht, warum. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich nehme den Weg seitlich. Das scheint zu funktionieren. Ja, ich komme nicht über die oberste Kante, weißt du? Hm. Das ist das Problem gerade. Wie schon vorher eben bei dem einen Turm.
bin oben. Hier oben ist schön. Bist du ganz oben? Ich bin auf der Brücke oben, ja. Wie hast du das gemacht? Gibt's da einen Weg oder wie? Ich bin hier seitlich hochgekraxelt. Aber hier gibt's auch irgendwie eine Treppe. Wo sie hinführt, weiß ich nicht. Hm. Ich schau jetzt mal, ob ich da irgendwo hochkomme. Er geht bei mir nicht über die Kante drüber. Hier gibt's eine Treppe. Nicht, wenn du... Ich glaube, ich hab sie. Ich hab sie. Gut. Hab sie gefunden. Ich lauf mal hoch. Muss ich nicht kraxeln, das ist eh schöner. Oh. Hier gibt's eine Geschichte. Wie schick ist es hier? What? There was a time, bonded one, when our peoples were linked. Eine Story? This aqueduct served as both highway and life source. Transporting water from the high places and providing your people with safe passage into the north. No more. Wo genau bist du? The borders have been sealed. The water no longer flows as it was. Ja, gut, es ist an sich auch egal. The bonds of friendship. Ich lauf einfach mal die Mauer so ein bisschen ab. With the rhetoric of war. No more do your people cross the aqueduct, save by our orders. Also ich bin jetzt auf der Mauer oben drauf. Ja, ja, da bin ich auch, aber die Mauer ist lang, ne? Kann sein. Bist du wahrscheinlich auf der anderen Seite hoch. Ja, gut möglich. Ich bin direkt Eingang in namenlose Stadt quasi rein. Ach so, ja, dann bist du auf der anderen Seite. Ich laufe gerade Richtung Norden quasi. Ja, ich jetzt auch. Ich will mir das mal anschauen. Man kann hier echt weit laufen. Ohne durch die Wüste zu müssen. Laut der Story war das früher quasi, ne, als die beiden Völker noch befreundet waren, der sichere Überweg für die Menschen vom Süden in den Norden und umgekehrt, und dann wird's denen verboten. Das hat mir die Story gerade erklärt. Cool. Ja. Okay, ich bin jetzt am anderen Ende der Mauer. Ich will da jetzt nicht runterhüpfen, aber hier ist schön. Geile Aussicht von hier oben. Ich glaube, ich habe die Treppe gefunden, zu der du hoch bist. Kann sein, dass du die gefunden hast, die Treppe. Ich laufe jetzt mal in die andere Richtung. Ich schaue mir das zu andere Ende auch noch an. Dann begegnen. Ach, da bist du. Hi. Ja. Hallo. Hi. Ich finde, es gibt noch so viele. Ich finde, es gibt in diesem Spiel echt noch so viele Gegenden. Ja. Mit denen man noch viel, viel mehr machen könnte. Ja. Ne, weißt du, diese Mauer hier zum Beispiel. Da könnte man noch so viel machen draus. Ja. Da könnte man rein theoretisch einen richtig geilen Dungeon machen oder so. Man könnte hier echt viel machen oder eine Art Siedlung machen, keine Ahnung, wo sich Exilanten herumtreiben oder was auch immer. Ja. Hier wäre echt viel möglich, weil die Mauer, so ist sie jetzt einfach leer, ne? Hübsch anzusehen, aber ansonsten spielerisch jetzt nicht wirklich nützlich. Spielerisch nicht, aber trägt halt irgendwie, erklärt die Geschichte so ein bisschen. Ja, es erklärt die Geschichte so ganz leicht, aber... Ja. Wie geil wäre das denn, wenn du erstmal kämpfen müsstest, um die Story hier ein bisschen näher kennenlernen zu können? Und dann auch genialen Loot dafür kriegst. Oder wenn hier irgendwo oben so ein Boss stünde, der dir geile Items bringt. Ja. Genau. Hi, bye, ja. Ich meine, so, die ist ganz hübsch, die Mauer. Kann man sich mal anschauen? Ist nett anzusehen. Aber ich habe jetzt irgendwie keinen Grund, dass ich hier jetzt nochmal herkomme, zum Beispiel. Ich komme jetzt wieder an die andere Seite, also die Richtung, in die du eben gelaufen bist. Mit was konntest du denn hier interagieren? Da ganz am Ende ist eine Tafel. Ah, da. Hab sie.
Da ist die Verderbnis wieder. Sehr interessant. Mhm. Wollen wir hier irgendwie so am Rande der Stadt rauslaufen? Können wir machen, ja. Also, ich muss ehrlich sagen, bevor die dieses Vulkangebiet bringen, könnten die echt hier in dieser alten Welt noch ein bisschen mehr machen. Ja, so ein paar Details, so kleine, aber feine. Ja, es müssen ja nicht Details sein, aber hier kann man noch wesentlich mehr machen. Ja. In der namenlosen Stadt ein, zwei Dungeons zum Beispiel reinsetzen. Zum Beispiel. Mehr NPC-Camps große. Zum Beispiel. Diese Quest mit den Reliquien. Ja, genau, zum Beispiel, auch die. Also die hörte, da ging ja schon noch einiges. Ja, diese Quest hörte sich so an wie angefangen und nicht aufgehört. Ja, allerdings. Ich würde sagen, wir laufen einfach raus, oder? Ah, scheiße. Hier sind die ganz vielen. Wir sollten auf der anderen Seite raus. Ja, warte kurz. Papa zieht sich die Rüstung an. Chips Cola. Alter Schwede, ich sehe aus wie ein Igel. Du bist ein Igel. Im Zweifelsfall bist du ein Igel. Net-Igel. Ein Net-Igel, ja. Ja. Ja, ein Net-Igel bin ich nicht. Ich sagte ein Net-Igel. Ein Net-Igel? Mit ja, N Net wie Norbert? Ja, genau. Nee, ich bin Net mit M wie Martin. Das war eine ziemlich krasse Schlacht gerade. Das war eine epische Schlacht. Oh, geht noch weiter. Alles klar. Okay, weiter. Weiter nach Hause. Schön war's. Heimwärts geht's. Hat Spaß gemacht. Mhm. Obwohl, wir gehen nochmal rein hier, oder? Da ist es, glaube ich, kürzer. Kann sein. Ja, doch, hier ist kürzer. Oh, hey, guck mal, den Ausgang kenne ich. Ja. Haha, der mag mich viel lieber als dich. Oh. Was ist denn das da für eine geile Festung da hinten? Die sich da gerade so im Hintergrund aufbaut? Mhm, genau die. Puh, ich glaube, die hat ein Meisterarchitekt gebaut. Mhm, sieht so aus. Muss ein ganz schön begabter Meisterarchitekt gewesen sein. Ja, der Mann hat's echt drauf. Oh, ich habe einen Ausdauerbug. Atemlos durch den Tag. Alles klar. Das Problem ist, es dauert jetzt echt ewig, bis ich meine Ausdauer weg habe. Das heißt, ich hänge jetzt ewig in diesem Ausdauerbug drin. Das heißt, ich darf jetzt ja noch mal ein bisschen Marathon laufen hier. Ich habe den Bug jetzt auch. GZ. Ich mach's mir einfach und häng mich einfach... Nevermind. An die Wand hängen, man muss sich ja bewegen. Ja. Richtig.
Aber so ein bisschen rumsprinten schadet doch nicht. Schadet nicht. Ich hab's fast. Ah, er ist weg. Hat jetzt echt ein bisschen gedauert. Home sweet home. Yay. Wir sind zu Hause. Oh, da bläst schon jemand ins Hörnchen. Muss tu's. Oh Mann. Kann ich das Dämonenblut hier wieder wegpacken hier? Salz packe ich mal hier rein. Den Leuchtschleim packe ich hier rein. So. Und die Münzen tue ich mal hier rein. Dann reparieren wir mal wieder alles, ne? Ah. So, die Verderbnis ist jetzt auch weg. Schön. Und Fleisch einkochen. Ambrosia einkochen. Ich sollte irgendwann mal bei Gelegenheit meine Rüstung reparieren. Solltest du mal machen. Dinge sind da, Sternmetallbarren. Bin mal im Hintergrund. Alles klar, Black Jedi. Viel Spaß bei was auch immer du gerade tust. So. Was haben wir denn hier noch so? Essen und Kaffee trinken, na dann guten Hunger, würde ich sagen. Nicht Info.